hallo liebe Zigarren-Aficionados, ein weiteres Zigarren-Review. Und zwar die neue, recht neue, also so vor 2 Monaten ist sie ungefähr auf den Markt gekommen. Die neue Alma Fuerte 6-1 Hexagono, also Sechseck, Colorado. Das heißt, sie unterscheidet sich von der Standard Fuerte Linie dadurch, dass halt eben etwas helleres Deckblatt am Start ist. Colorado nennt sich das eben. Hatte ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, die verschiedenen Deckblätter, was es da so gibt. Ist natürlich wieder eine Nicaragua Puro, ganz klar. Die Linien sind alle über jeden Zweifel erhaben bei Plasencia. Die Alma-Serien, die Fuego-Serie, die rote ist so meine Lieblingslinie mit dem Ometepe-Tabak. Wirklich tolles Teil. Super schöne Zigarren. Klar, kostet auch ein bisschen was, 21 Euro, aber du hast hier ein 60er Ringmaß, 15,24 cm Länge. Sieht wirklich echt cool aus. So dieses Sechseck, sage ich jetzt mal. Ja, gutes Format, definitiv. Ja. Und bin echt gespannt. Also der Blend soll komplett anders sein, auch wenn man es online jetzt nicht ganz so richtig nachvollziehen kann, außer eben, wie ich es eben schon mal gesagt habe, das Deckblatt. Bin ich mal gespannt. Aber ich weiß noch ungefähr, diese 6-2 Hexagono, die Standard Alma Fuerte, die hatte ich auch vor knapp einem Jahr. Ja, vor 7, 8, 9 Monaten gehabt. Und ich weiß noch so ungefähr, wie sie war. Sie war schon deutlich stärker unterwegs, als man am Anfang denkt. Ja, am Anfang schmeichelt sie so ein bisschen. Und deswegen bin ich hier bei der auch recht neugierig. Vom Geruch her recht zurückhaltend. Leicht floral. Zedernholz, Heu, Kräuter. Touch was Süßliches. Also so, wie gesagt, so ein Kräutertee mit Honig, so jetzt im Nachhinein so leichte Würze kommt. Und ja, erinnert so an Holzkohle, irgendwie so an Grillen. Richtig holzig. So ein Hauch Creme kommt. Aber ich merke es jetzt. Nach und nach kommt so ein Hauch Cayenne-Pfeffer jetzt so angeschlichen. Das ist jetzt nach und nach, ich merke es schon. Ich merke schon. Also, der wird auch wieder ein Dampfhammer sein. Definitiv. Wie gesagt, die andere schmeichelte so dahingehend, dass er am Anfang sogar wie Zuckerwatte geschmeckt hat. Und du denkst, ah, die ist ja voll süß und cremig, so wie Popcorn, Zuckerwatte, keine Ahnung. Und dann aber so nach einer halben Stunde hast du gemerkt, oh, 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 was geht hier ab? So richtig Nikotinschub kam dann. Format ist halt einfach genial. Sechseckige Zigarre. Hat was. Ziert sich noch ein bisschen. Also ich denke mal so 1-2 cm muss man rauchen. Und dann kommt das ganz krasse Rauchvolumen. Typisch Plasencia. Dieses Holzkohleartige oder dieses Barbecue-Feuermäßige, was ich angedeutet habe, das bestätigt sich jetzt sehr. Also sie ist recht holzig. Also sehr holzig, 7,5 von 10. Ist aber nicht trocken. Das finde ich gut. Weil oft, wenn Zigarren dann deutlich holziger unterwegs sind, sind sie meistens auch ledrig trocken. Hier hast du so einen gewissen cremigen, buttrigen Film auf den Lippen, gefällt mir.
dieses Cayenne-Pfeffrige, das ist noch nicht da, aber ich merke schon, dass die Zigarre würziger wird und im Mund das sich so ein bisschen sammelt. Auf der Zunge, hinten im Rachenraum, aber vorne an den Lippen kommt es auch so langsam. Sehr, sehr rauchig, holzig, Barbecue-Flair. Also, es ist genau die richtige Balance zwischen Holzigkeit und eben nicht zu trocken. Aber sie schmeichelt halt nicht. Von Anfang an, oder vom Kaltzug her, ja, sagt sie... Das sagt sie. Nee. Nee, Heuschnupfen ist jetzt genau seit 2 Tagen Vollgas bei mir. Also ich schmeichel nicht. Headset. RIP Headset User. Rest in Peace. Vom Kaltzug her schon dieses würzige, pfeffrige, aber dieses sehr holzige. Das kommt am Anfang direkt auf einen zu. Also da wird nichts geschmeichelt mit Cremigkeit, Süße, Nuss und eine Verspieltheit oder irgendwie so. Schön holzig. Richtig schön klassisch. Klassisch Plasencia, klassisch Nicaragua. Ich kann sagen klassisch Plasencia, weil ich habe eine 11 Jahre alte Plasencia da. Kann ich ja vielleicht nachher, oder am Schluss mache ich ein Bild und dann zeige ich das. Wir haben auch einen sehr holzigen Grundton, sage ich jetzt mal, zedernholzartig. Und so erinnert sie mich auch auf jeden Fall dran an diese klassische Nicaragua-Linie eigentlich, diese klassische Nicaragua-Geschichte. Eine starke Zigarre, eher in Richtung Holz, Zedernholz. Nicht zu trocken, das finde ich gut. Ja, also eine gewisse Buttrigkeit ist da auf den Lippen. Und so versuche ich es einmal zu beschreiben. Ja, von Anfang an die Aromatas, die Aromen, die sind sehr dominant, allerdings recht geradlinig. Also hast nur Zedernholz und eben so eine gewisse Würze, die aber sich momentan nicht steigert. Also das ist so bei 3 von 10 vielleicht, wenn überhaupt. Ja, ich mache mal weiter. Bis gleich. So, jetzt sieht man auch das Deckblatt schöner, besser. Top, top. Besser geht nicht. Wunderschönes Teil. Geschmacklich entwickelt sie sich sehr langsam, also so ein bisschen ledrige Aromen kamen hinzu zu dem Holz. So ein Touch, was Süßes vielleicht, aber das war es auch erstmal. Ja, also wir sind jetzt bei 70 Minuten, so ein bisschen floraler wird es, ein bisschen erdiger. Hauch Süße, ja, aber ganz, ganz wenig. Ich finde sie zu geradlinig, also zu klassisch. Und auch der Pfeffer am Anfang hätte ich mir etwas intensiver und länger gewünscht. Alles relativ flach. Ja, klar, das Holzige ist sehr intensiv am Anfang zumindest, so die erste halbe Stunde. Aber ja, vielleicht ist sie noch wirklich viel zu frisch, aber das Exemplar ist ein bisschen langweilig. Ja. Von dem her, habe schon bessere Zigarren gehabt. Verarbeitung ist natürlich top, aber naja. Ja, wir sind jetzt bei ungefähr 100 Minuten. Ich finde gut, dass die Erde nicht so krass ist. Das ist ja das einzige Aroma, das ich nicht so geil finde. Also deswegen finde ich es gut, dass das erdig-florale zwar da ist, aber selbst jetzt bis zum Schluss in einem guten Bereich, sage ich jetzt mal, im angenehmen Bereich. Jetzt als Fazit, also ich habe mich schon gefreut, dass es wieder so eine schöne Cayenne-Pfeffer-Zigarre wird, die am Anfang schön würzig ist. War sie zwar auch zu den ersten 5 bis 10 Minuten, aber mir dann doch zu wenig. Dann halt dieses schön holzige Hauchcreme. Dann hin und wieder so was ganz unterschwellig Süßes.
Aber grundsätzlich dann halt Leder. Und das war es dann eigentlich schon vom Aroma her. Recht geradlinig. Bisschen langweilig. Wahrscheinlich ist es noch eine ganz frische Zigarre, aber ich meine, dass ich, auch wenn ich die jetzt ein Jahr lagern würde, Heuschnupfen, sorry, dass ich glaube nicht, dass die da noch extrem sich mega entwickeln würde. Bei der Placentia Rear of the Ox war das so, dass sie nach 2 Monaten schon die Aromen ein bisschen intensiviert hatte, ja. Aber die war grundsätzlich schon ein bisschen besser, finde ich. Ist mir zu geradlinig. Ist mir zu geradlinig. Also da würde ich auf jeden Fall die schwarze Alma nehmen, weil die halt eben süßlicher anfängt, bisschen Popcorn, bisschen so Jahrmarktsflair. Und dann kommt ordentlich Kaffee, ein bisschen Erde und schön stark ist die Zigarre dann auch. Die ist etwas milder. Deswegen relativ langweilig. Verarbeitung top, klar, Abbrand top. Ihr müsst ja auch mal was zum Lachen haben oder sagen, ey, was niest ihr da jetzt im Video? Aber vielleicht schneide ich es auch raus. Vielleicht auch nicht. Zu geradlinig, Verarbeitung klar, top, Abbrand top. Ich muss nicht einmal irgendwie nachzünden. Aber das erwarte ich dann für den Preis auch. Für Anfänger würde ich sagen, ist sie geeignet. Ist zwar ein bisschen, ja, jetzt 100 Minuten, das ist schon Nikotin am Start, ja, definitiv. Aber die wird auch jetzt zum Schluss, wie gesagt, nicht wirklich extrem scharf oder pfeffrig oder ledrig oder holzig, zu trocken, zu erdig. Der Blend an sich ist schon fein. Super Blend, gefällt mir. Gute Zigarre, aber ich glaube nicht, dass die noch sich extrem in eine komplexere Richtung entwickeln würde, wenn ich die jetzt 2 Jahre noch lagern würde. Gut, das Unterschwellige Süße, ja, das darf ich nicht vergessen. Fand ich hier und da nicht schlecht. Aber habe ich mir auch ein bisschen mehr erwartet von. Also ein bisschen, ja, also das Zehnerholz war sehr dominant. Das war es aber auch schon. Ja, 3 von 5. Gute Zigarre, mehr nicht. Also, mehr nicht. Da würde ich die schwarze oder die rote. Nehmt die rote. Und das ist jetzt die 11 Jahre alte Placentia. Die ist auch recht geradlinig, ja. Zedernholz, ein bisschen was Süßliches, ein bisschen Kaffee, Hauch Nuss und zum Schluss halt Erde. Ja. Deswegen, eingängig habe ich ja erzählt, dass das eigentlich so klassisch Nicaragua ist, so dieses Holzige. Also dieses Holzige, Intensive und dann halt eben die gewisse Stärke und Würze halt einfach. Dom Rep hat auch so dieses Holzige, aber die sind dann grundsätzlich eher mild dann unterwegs. Also unterschwellig ist das immer da. Und bei der Nicaragua klassischen Sachen hast du wirklich dominante Holzaromen und intensiver. Ja, cooles Design, ne? Ich glaube, der hat damals nur 5 € oder so gekostet. Also jetzt keine besondere Linie wahrscheinlich gewesen. Aber zu der hier ein bisschen enttäuscht. Die Year of the Ox hat für mich eine 4 bekommen, glaube ich, weil ich gewusst habe, da ist noch Potenzial da. Da ist noch Potenzial da und ich habe auch, wie gesagt, eben nach 2 Monaten gemerkt, da tut sich ein bisschen was. Und bei der hier sehe ich das nicht, dass sich da noch groß was tut. Aber klar, wenn jemand klassisch jetzt sagt, er möchte eine Nicaragua haben, aber gut, dann gibt es genug Alternativen. Nicaragua zum Beispiel, ja, oder die Nordlicht, ja, ist auch eine Puro aus Nicaragua, die ist auch komplexer und gefällt mir mehr. Von dem her.